Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die Vorstellung der Katzenfamilie vor einer Woche hatte leider keinen Erfolg. Weder für die Katzenmutter noch für ihre drei Kinder hat sich ein Interessent gemeldet. Besonders die Katzenmama braucht dringend ein ruhigeres Zuhause. In der Arche Noah leben zurzeit viele Katzen und da die Katzenmama Freigang gewöhnt war, fühlt sie sich eingesperrt und sehr beengt. Vielleicht sieht ja in dieser Woche ein Katzenfreund noch ihren Hilferuf nach Freiheit. Unsere heutige Folge stellt einen jungen Schäferhund vor, der in der Arnstraße in Waltershausen gefunden wurde. Er wird auf ungefähr 1 bis 1,5 Jahre geschätzt. Leider hatte er, wie so oft bei Fundhunden, keinen Chip, sodass sein Zuhause nicht ermittelt werden konnte. Der sehr schöne Schäferhund bekam in der Arche Noah den Namen Heinrich. Heinrich ist ein sehr netter und menschenbezogener Junghund. Er ist noch ungestüm, aber man kann erkennen, dass er bei liebevoller Erziehung ein toller Begleiter werden wird. Solch ein junger Schäferhund möchte lernen und arbeiten, das liegt ihm im Blut. Heinrich würde gern Haus und Grundstück bewachen, braucht aber unbedingt engen Kontakt zu seinen Menschen. Rudeltiere sind auf enge Gemeinschaft angewiesen, sonst vereinsamen sie. Für Heinrich werden Hinweise zum Besitzer gesucht, da diese sich bei ungechippten Hunden meistens nicht melden. Sollten die Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können, wird für den schönen Heinrich nach der Bleibepflicht in der Arche Noah ein Zuhause bei Schäferhundfreunden gesucht, wo er ein artgerechtes Leben genießen kann. Zu beachten ist, dass Heinrich viel Bewegung und Kopfarbeit braucht. Katzen sollten nicht im neuen Zuhause leben, denn die möchte er jagen. Das kann man in der Arche Noah beobachten.